Nun sitze ich hier mit einer Koryphäe des deutschen Videospieljournalismus, jahrelanger Moderator bei Giga Games, hat Giga Games auch mehr oder weniger zu Grabe getragen, könnte man sagen. Jetzt erfolgreich bei Game One als Redakteur engagiert. Nils Bomhoff, meine Damen und Herren. Nils, wie geht's dir? Gut, danke schön. Geht's dir auch gut? Mir geht's auch ganz in Ordnung. Jetzt, wo du neben mir sitzt, geht's mir natürlich wunderbar. Sehr nett. Nils, wir sind auf der Gamescom 2011. Hast du schon was gesehen? Ja, klar. Wir waren bei Bethesda, oder ich war bei Bethesda, wir haben uns aufgeteilt, das Team. Skyrim habe ich natürlich gesehen. Rage habe ich gesehen, Prey 2 habe ich gesehen und wie heißt das andere Spiel? Honored, Unhonored? Dishonored. Das ist von den Leuten, die Bioshock gemacht haben, oder nicht von allen, aber von einigen. Und unter anderem haben auch einige an Half-Life gearbeitet und das merkt man diesem Spiel an. Das ist so ein bisschen steampunkig, ist vom Genre her ein Mix aus Thief vielleicht, wenn dir das noch was sagt. Ja, natürlich klar. Bioshock auch und Assassin's Creed. Du bist irgendwie so ein Assassino und hast voll die abgefahrenen Special Moves, kannst dich teleportieren. Ach, Arkane Studios, die auch Dark Messiah gemacht haben, von denen ist das. Ich bin mir nicht sicher, ob die das sind. Okay. Aber wenn du das sagst, kann das ich gut glaube, sein. Das könnten die sein, ja. Ich hatte vorher nämlich auch nicht so viel gehört. Ich saß in der Presse und habe gedacht, na, was wird das jetzt? Und war positiv überrascht. Das war so ein bisschen mein Geheimtipp. Okay. Hast du denn zufällig auch schon Deus Ex 3 gesehen? Hast du da ausgiebig, ja. Nicht auf der Messe, wirklich, aber im Büro auf jeden Fall, ja. I want you to focus on finding the bastards who attacked us. I'm trusting you with this one. I'm gonna find them, one way or another. David speaks very highly of you. He says that when it comes to detective work, you are like a dog with a bone. Why is FEMA sending you after Seraph Industries? You got worse enemies than FEMA. Was sagst du dazu? Meinst du, Deus Ex 3 könnte dem Hype gerecht werden? Ich meine, es sind ja schon sehr große Erwartungen an das Spiel, gerade von Fans des ersten Teils, zweiten Teils. Mhm. Ist ja schon so ein Klassiker eigentlich. Ja, also der erste Teil ist unglaublich wichtig, war sehr beliebt, kommerziell vielleicht gar nicht so erfolgreich, wie die Wertung das vermuten lassen, die das Ding bekommen hat. Das hatte überall Top-Wertungen. Hat auch einige Maßstäbe gesetzt, ist von Warren Spector, der ja auch, was ich gerade sagte, Thief zum Beispiel gemacht hat. Ja. Oder auch System Shock und solche Sachen, der eben ja, dieses Prinzip der Entscheidungsfreiheit auch etabliert hat. Hat vorher Pen & Paper gemacht, Dungeons & Dragons und so, das hat sich alles bei dem entwickelt. Und bei Deus Ex 3 arbeitet er leider nicht mehr mit, aber dieses Prinzip ist geblieben beim Spiel. Die Welt ist Cyberpunk, gefällt mir persönlich sehr gut. Ja. Und ja, es geht halt eben um diese Welt, Augmentierung, so, also künstliche Gliedmaßen, Verbesserungen, die den Mensch besser machen. Ab wann ist der Mensch kein Mensch mehr? Mensch-Maschine-Problematik. Moralische Konflikte, ja. Und so. Genau, solche Sachen. It's changed my life. It's enabled me to do my craft, to do my one passion in life. Taking pictures eases blinking my eye. You know, now when I take chances, when I take risks, the whole world gets to see what I see. I want it to be better. You know, I want to be best of the best, part of the elite. Football's always been a big part of my life. And after what happened, I didn't think I was going to get to play ball with my son. And to be able to come out here and play ball with him, it's like a new life. It's super cool. Now when we play football, he can like throw way further. Run faster, jump higher. If I want to be the best, then you know, that's what I got to do. Und das Spiel selbst, mal jetzt das Setting und die Story drumherum mal ausgelassen, ja, ist halt ein Schleichshooter. Man kann, wie auch schon im ersten Deus Ex, theoretisch ohne Töten auskommen. Ja, kann sich drumherum schleichen. Funktioniert gut, man kann aber auch einfach brachial durch die Gegend rennen. Wie wird das denn belohnt? Also ist es wirklich notwendig, dass man schleicht? Oder gibt es dann Unterschiede beim Level-Upgrade? Ist das dann wirklich, wird das belohnt, ja, auch wenn man flexibel quasi durch die Levels geht? Genau, also du kannst, wenn du Lüftungsschächte entdeckst, die sind teilweise ein bisschen versteckt, die sind aber immer alternative Wege, bekommst du zum Beispiel immer so 100 XP für Schleichen. Okay. Oder für Suchen von Kanalisations. Schächten. Also immer mehr als fürs Töten dann eigentlich. Ja, ob es unbedingt viel mehr sind, weiß ich nicht. Aber man wird auf jeden Fall dafür belohnt. Okay. Und man muss sich dann halt spezialisieren, je nach Spielstil. Du kannst nicht alles sein. Du kannst nicht dumm reinrennen und alles wegmetzeln, ohne dir dann auch irgendwann die Augmentierung zu besorgen, die dafür gut sind. Und das Gleiche gilt für Schleichen. Also du kannst zum Beispiel so Perks ausbilden, dass du dich für eine gewisse Zeit unsichtbar machen kannst. Mhm. Oder dass deine Schrittgeräusche leiser werden. Der Klassiker halt, solche Sachen. Ja. Ich persönlich spiele lieber so ein bisschen stealthig. Ja?
Ist mit Sicherheit reizvoller, ja. Geht mir genauso. Jetzt nochmal, um allgemein nochmal auf die Gamescom zurückzukommen. Wie siehst du denn eigentlich momentan so den Status der Gamescom im Vergleich auch zu anderen Messen, wie zum Beispiel der Tokyo Game Show und der E3, auch gerade im Hinblick darauf, dass hier ja jetzt jedes Jahr nicht unbedingt viele Neuankündigungen kommen und es eigentlich ja schon eine reine Besuchermesse ist, könnte man sagen. Aber wie meinst du, ist die Wichtigkeit einzuordnen von der Gamescom? Also für Journalisten ist es natürlich nicht so interessant, weil vor ein paar Wochen die E3 war und eigentlich jeder Publisher seine großen Ankündigungen auf die E3 reduziert und dann die Sachen auch da zum ersten Mal gesehen werden. Es gibt ganz selten wirklich große Titel, die auf der Gamescom zum ersten Mal gezeigt werden. Die Wii zum Beispiel, die neue Wii U, ist hier überhaupt nicht vorhanden. Ja. Auf der E3 konnte man die, glaube ich, sogar anspielen. Von daher ist der Stellenwert, was das angeht, vielleicht nicht so hoch. Wenn man jetzt aber mal das nicht aus journalistischer Warte betrachtet, sondern für die Leute, dann muss man sehen, die Gamescom hat sehr gute Besucherzahlen, es ist immer voll. Und es ist auch die größte Messe Europas, was für den Standort Deutschland insofern wichtig ist, weil natürlich auch Videospiele hier immer im Fadenkreuz stehen von Leuten, die nicht gut recherchieren. Ja. Und dass hier vielleicht auch so ein bisschen gezeigt wird, dass Spiele jetzt nicht nur kommerziell interessant sind, sondern dass es einfach auch ein Kulturgut ist und dass wir das Privileg haben, in Europa diese große Messe ausrichten zu dürfen, in Deutschland, in Köln. Ich glaube, dass es für den Stellenwert von Videospielen in Deutschland wichtig ist. Alles klar, super, danke, dass du da warst, Nils. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne.